Und das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! Hallo Leute und willkommen zurück bei Osterbeek, der Hexenkessel, der letzten Mission der Panzerelite. Und Leute! Deutschland hat England besiegt 4:1. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so erleichtert. Ey, das war so geil. Ich könnte es Ewigkeiten drüber erzählen. Ey, auf jeden Fall, dieses Let's Play ist nach dem Spiel. Das Let's Play davor, ich habe ja davor Mass Effect gemacht. Das ging, glaube ich, bis zu 10 Minuten in das Spiel hinein. Danach ist mein Rechner abgekackt. Und da hatte ich keinen Bock mehr weiterzumachen. Auf jeden Fall, dann habe ich Fußball geguckt, dann habe ich, dann habe ich andere Let's Plays geguckt, dann habe ich mich schon ein bisschen fertig gemacht für morgen Arbeit. Und jetzt nach dem Spiel, so, was haben wir jetzt, 17.30 Uhr, da mache ich jetzt dieses Spiel und wir haben England voll in die Schranken gewiesen. Alter, ey, 4:1, ey, das ist so übel. Und, boah, was war das? Ja, die Briten, die hauen ja erstmal voll ab. Scheiß Säcke. Ja, jetzt macht es dann mehr Spaß, die Briten zu foltern. Die Deutschen setzen zum Gegenangriff an! Ja klar, die Deutschen setzen zum Gegenangriff an. Alter, hast du schon mal bemerkt, was ich hier für eine Nation spiele? Ich meine, ich bin ja nicht im Kessel. Oh, scheiße. Oh Gott. Naja, ich meine, ich hab noch meine Feeling. Boah. Alter, ey. Ich brauche unbedingt Reparaturtrupps, ansonsten halt kann ich diese Flanke nicht halten. Boah. Ja, schießt du mal? Er will einfach sterben. Ja, noch ein Treffer. Geh doch einfach um. Ey, der zielt schon wieder, ne? Lol, wo ist denn der Rest hin? Egal. Ihr habt nichts gesehen. Jetzt ist aber. Boah! Ey, jetzt sind die auf einmal wieder da und haben mich schon wieder getroffen. Boah, ist das fies, ey. Ey, das ist jetzt scheiße. Ey, jetzt bin ich so happy drauf, weil Deutschland England 4:1 besiegt hat, ey. Und jetzt kommt schon sowas. Ja, im Fußball besiegen wir England, aber in Arnheim nicht. Witz, ey, natürlich. Ja, auch oh Gott. Das ist komisch. Motor zerstört, aber Ding fährt noch. Ditte ist jetzt scheiße. Na toll. Hätte nicht passieren dürfen. Egal, selbst das hat mir keinen Vorteil gebracht, es hat mir Punkte gegeben. So, ich meine, ich habe die Infanterie rangeholt, dann habe ich ja wenigstens ein bisschen was als Verteidigung. Das ist einmal wieder weg. So, baue ich die vier Dinger wieder auf. Das kapiere ich auch nicht. Wie kommt er da plötzlich wieder hin? Boah, du Pisser. So, da kommt schon der nächste Wirbelwind angefahren. Und vielleicht denkt er jetzt, ja. Warum hole ich direkt zwei Wirbels dahin? Ja, hier. Bevölkerung sagt dazu, leck mich. Oh, irgendwie voll geil, ey. Der haut die ganze Zeit voll auf die Vierlinge, will die Fertigstellung verhindern, aber schafft es nicht. Ihr miesen Schweine. Ey, jetzt seid ihr recht tot. Ey, was ist das denn für ein Part? Oh, da oben sind sie schon. Jetzt kommen sie da oben. Und der Dumme ist, da habe ich keinen Minen und sowas. Also, da habe ich nichts für. Deswegen landen sie da auch alle. Aber guck mal, alle mit Antipanzergewehren. Die denken als ich habe eine mobile Verteidigung. Nee. Dafür habe ich ja die Sturmgewehr rausgegeben. Boah, was war das, ey? Das ist der Piaz gegen die Infanterie. Boah, ist ja wahnsinnig, der Brite. Das geht natürlich wieder alles fleißig. Kommandopunkte. Ah, ich muss ein bisschen zurückziehen. Schutz! Auf
die Anhöhe! Hier gibt's keine Anhöhe. Ah, aber ich hab hier Infanterie auf Quartier. Sie versuchen, den unteren Flussbereich zu überqueren. Linie ausrichten. Ich weiß. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Die Männer sollen Geschützstellungen errichten, die die Ufer absichern. Ich weiß. Nee, schon mal noch ein Infanterie-Kettenfahrzeug. Ich glaube, normalerweise müsste der auch volle Kanne auf die Infanterie ballern. Ja, macht er auch. Wunderbar. Gut, dann benutze ich ruhig den zweiten noch ran, der da gerade ein bisschen blöd rumsteht, da hinten. Dann habe ich immerhin zwei, dann müsste das ja auch locker gehen. So, auf die Uhr geguckt, 5 Minuten 30 habe ich. 10 Minuten muss ich noch halten, das heißt also, es kommt mindestens noch ein Part. Wie da aussieht der so zwei Feelings voll im Arsch. Ihre Haubitzen schlagen Löcher in unsere Verteidigung. Artillerieeinheiten anfordern und ihre Stellungen bei erster Gelegenheit vernichten. Ja, und jetzt ist der Bonusziel. Artillerie vernichten, man weiß aber nicht, wo die ist. Jetzt sieht man sie. Da. Und die knallt. Oh, die knallt volle Kanne hier rein, ey. So, das habe ich 9 Minuten ausgehalten und dann habe ich es irgendwie nicht kaputt bekommen. Ich habe zuerst Händchen eingesetzt. Aber ihr seht ja schon. Das ist voll fies gemacht, ey. Die Händchen kann ich nur. Ah, warte mal, jetzt kann ich sie einsetzen. Mal gucken, vielleicht feuert die ja trotzdem auf die Dinger rein. Wenn ja, dann spare ich mir Hummel. Obwohl ich sie trotzdem gut gebrauchen könnte. Ja, ich guck mal. Ja, wäre nett, wenn da mal ein paar Händchen hinfliegen würden. Okay, die schießen wirklich nur auf Fahrzeuge. Also auch nicht auf geschützte Stellung oder so. Nein. Das ist fies. Das ist fies. Vor allem meine Truppen werden hier voll aufgerieben. Zwar in den Gräben nicht. Aber trotzdem werden da volle Kanne aufgerieben. Ja, ist einfach scheiße. Also die Boote halte ich ja wunderbar auf. Das läuft. Also maximal ein Part werde ich hier dafür noch brauchen. Dann ist die Kampagne der Panzer durch. Und dann, Freunde, ja. Dann tut es mir leid, dann muss ich die Briten spielen. Aber was heißt denn, tut es mir leid? Ist doch nice. Einmal die Briten. Dann seht ihr mal, wie die so sind. Und bei mir hupen sie immer noch. Locker. Na. Ein, zwei Stunden nach dem Erfolg. Ja, okay, ich gebe zu, ich übertreibe ein bisschen. Das klingt jetzt so, als ob wir schon Weltmeister sind. Das sind wir natürlich noch lange nicht. Und die Frage ist, schaffen wir das überhaupt und so? Ah, jetzt will der Drecksack hier vorrücken. Hier ist nochmal ein Hauptquartier, wie geil. Okay. Ja, ich weiß, ich hole hier schon meinen Nebel. Mein Nebel, sage ich schon. Mein Wirbel ran zur externen Hilfe. Boah, wenn. Oh, dieses fette Sau. Haut da mit Streubomben da rein. Macht nix. Das schaffen wir auch so. Weil jetzt, wo der hier so meine Fahrzeuge, oder ein Fahrzeug, an dem G-Trupp niedergemetzelt hat, habe ich nämlich genügend Punkte, um vielleicht eine Hummel zu bekommen. Könnte reichen, muss aber nicht. Sollte es reichen, ist natürlich geil. Wenn nicht, dann muss ich nochmal ein bisschen. Du kommst unpassend, da muss ich jetzt einen Händchen anfordern. So, die kommen jetzt hier, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ja, park genau neben meine Feelings, dass sie mit drauf geht. Oh. Boah, können die gut schießen, ey. Ich dachte schon, meine Feeling geht jetzt mit drauf, ey. So, aber die geht nicht drauf. Nee, die halte ich. Halten, halten, halten! Das ist wie so die Valerian, ey. Nein, die ist mit drauf gegangen. Ja, war das mal der Händschild? Kann das sein? Alter, enttäusch mich jetzt nicht. Boah. Boah, das Hauptgeschütz voll im Arsch. Und da kommt schon eine. Ja, wunderbar. Perfekt. So, dumm ist, hier ist direkt der nächste. So, Hummel schon mal. Und ja, 12 brauche ich nur. Wunderbar. Lass mich hier ranholen. Und dann Henschel gleich sofort wieder anfordern. Weil er ist hier noch ein Panzer und den muss ich knacken. Ich habe ja genügend Muni. Zum Glück habe ich meinen Wirbel ein bisschen weiter gelassen.
Verteidigung drillen, ob es mir aushält. Ah, klar, das ist Irrsinn. So. Dann den knacken. Und Leute, wir beenden hier vielleicht den vorletzten Part mit der Panzerelite.